Ja, erstmal ein bisschen Landstraße. Ich glaube, die letzten 80, 90 Kilometer waren Landstraße und ein bisschen was zu sehen von der Landschaft. Naja, ist ja eigentlich ganz schön, weil hier hat man seine Ruhe. Sieht sehr schön aus, das Hotel auf den ersten Blick. Und darum geht es ja auch, dass wir uns hier wohlfühlen, dass wir gute Trainingsmöglichkeiten haben und ja, uns voll und ganz auf das vorbereiten können, was auf uns wartet. Ja, wir werden erstmal uns intern besprechen, was wir uns als Ziel auf die Fahnen schreiben. Aber ich glaube, dass jeder, der antritt, da kann ich auch für mich sprechen, natürlich den Traum hat, auch im eigenen Land so weit wie möglich zu kommen und was zu erreichen. Und dann ist natürlich immer bei einer Europameisterschaft dieses große Ding Halbfinale durch den Modus natürlich schon etwas, worauf man hinarbeitet, wovon man träumt. Und von daher ist es, glaube ich, etwas, ja, was auf jeden Fall in dem einen oder anderen Kopf drin ist. Ja, die Frage ist im Prinzip das gleiche wie die Frage nach dem Ziel. Es ist wirklich, ich habe vorher schon mal gesagt, auch schon teamintern, es gibt keine Nation der Welt, die wir niemals schlagen können. Es gibt aber Nationen, die im Regelfall glauben, dass sie uns bezwingen. Da habe ich gerade eben schon Dänemark genannt, die in den letzten Jahren im Prinzip alles gewonnen haben. Sicherlich ist auch Frankreich unser Vorrundengegner, eine Mannschaft, die ganz, ganz viele Nationen als Favorit auf dem Zettel stehen haben. Uns haben wahrscheinlich relativ wenig auf dem Zettel stehen als Favorit, aber auch alle wissen, dass wir zu tollen Leistungen fähig sind. Und dass wir natürlich mit dem Heimpublikum im Rücken auch vielleicht auch Wahrscheinlichkeiten gesteigert haben, auch vermeintliche Favoriten auch zu bezwingen. Deswegen haben wir sehr viele Möglichkeiten, auch jedes Spiel zu gewinnen.